heute mit Heller von Sinnen, Mario Bart, Dirk Bach, Dieter Boning und Bernhard Hoeser. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist der NRW. Ich freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auf die Sendung heute. Ich freue mich auf diese wunderbare Stunde, die ich gemeinsam mit meiner Kollegin und mit meinen Kollegen verbringen darf. Es wird sehr schön. Wir haben interessante Fragen heute. Vor 5 Wochen hat Mario Barth eine DVD auf den Markt gebracht. In wie viele Sprachen ist sie schon übersetzt? In 3. In welche? In Berlinerisch. Ja. Deutsch. Ja. Und Swahili. Swahili, richtig. Swahili. In Kenia ein Wahnsinnsbrüller, der Ding. Genau. 3 verkaufte Platten. Ist wahr. Dirk, herzlich willkommen. Wiegald, herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Herr Hoeker. Ich freue mich auch. Sie freuen sich auch? Ja, ich bin also von Grund auf auch freudig. Ist positiv. Auch sind positiv. Sie heute bestimmt. Innerlich erregt? Oder? Nein, innerlich bin ich eher mehr so, noch so ein bisschen so die Dampfwalze, aber außen bin ich schon mehr der Kracher. Ich bin sehr erregt. Ich habe das Gefühl, wir werden heute sehr viel rausbekommen. Ich nicht, Team. Aber warte. Ja. Ja. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Wir fangen an. Wir fangen sofort an. Wir verlieren überhaupt keine Zeit, meine Damen und Herren. Wir gehen nach Essen. Dort wohnt Carsten Müller. Tag. Herr Balder, du bist nicht wir, du bist ich. Falls euch mal einer fragt. Ich kann ja von mir auch mal in der dritten Person reden. Pluralis Majestatis. Jetzt fang an, alter Mann. Los jetzt. Alter, macht das einen Spaß? Ja, ja, die anderen. So, jetzt geht los. Also, Carsten möchte Folgendes wissen. Warum dürfen britische Navy-Offiziere sitzen bleiben, wenn alle anderen zum Toast auf die Queen aufstehen müssen? Alte Tradition. Das kleine Information für euch. In England ist es ein ungeschriebenes Gesetz, dass bei offiziellen Anlässen immer ein Toast auf die Königin ausgebracht wird. Alle Anwesenden müssen aufstehen und ihr Glas erheben. Nur die Offiziere der britischen Marine, die können sitzen bleiben. Warum? Wir hatten das doch mal auf der Yacht, dass die alle ihre Mützen auflassen. Ja. Nee, so ähnlich wird es hier auch sein. Ablassen. Schlacht von Trafalgar. Wer ist denn da noch gestorben unter den Offizieren? Unter anderem auch der... Lord Nelson. Ja, aber der war tot. Kurz bevor er starb, war er in einem Zustand, in dem er sich nicht mehr erheben konnte, um die Königin zu begrüßen. Wieso, was hatte er denn? Eine Kugel im Herzen. Kugeldurchschnitt. Gicht. Ist so. Mehr chronisch. So, also, oder ein vergleichbarer historischer Vorgang, der jedoch dazu, in jedem Fall dazu führt, dass der Offizier jetzt aufgrund einer Verwundung nicht mehr grüßen kann, wenn die Königin jetzt aufs Schiff kommt. Und um den nicht bloßzustellen, ist es ihm von vornherein erlaubt, sitzen zu bleiben. Und das, was machen Pistole denn dann die Offiziere im Feld, wenn die verwundet sind? Sterben. Aber es dürfen ja bei diesen offiziellen Toast-Anlässen auf die britische Königin nur die Navy-Offiziere sitzen bleiben. Die anderen müssen aufstehen. Ja, also weil die Navy Säbel haben. Die haben Säbel und früher waren die sicherlich auch ohne Scheide, also einfach so blank. Die waren und wenn alle ohne Scheide, es waren Männer. Ich habe vorher schon gesagt, wir sind sehr albern, Leute. Herr Balder, als ich das Wort aussprach, hatte ich Angst, dass das kommt. Es kam. Ich auch, und es kam. Sehr, sehr schön. Sie lassen nichts aus. Dieselbe, und wenn die aufgestanden wären, hätte es Verletzungen gegeben. Ja. Die Damen rechts und links. Ja, links. Also ja, aber die haben doch im Feld auch Säbel. Pass auf. Ja, da springen sie ja schon. Nee. Ja. Den sitzen sie ja. Und die selber ein Säbel rasseln und ein Blut würde strömen. Vielleicht hat das was mit Verletzung zu tun, aber auf dem Boot, aufgrund des Wellenganges, musst du die Beine mehr belasten durch den Ausgleich. Und da sind dann die, warum lasten du da jetzt schon wieder? Weil es so schön aussah, wenn ich die Beine... Ja, aber sieht doch, oder nicht, die wurden angeschossen, haben eine Verletzung am Bein, hat man gesagt, komm, bleib hocken hier, durch den ganzen Wellengang, da muss dein Oberschenkel... Nee, anders, wenn die auf dem Boot jetzt alle aufstehen, dann fängt das Boot doch erst an zu schuckeln. Und dann, ja, nee, und dann kriegt die Queen da schwere Balanceprobleme. Deswegen dürfen die immer sitzen bleiben. Sie verstehen das Problem. Wenn die alle aufstehen, macht das Boot. Wow, ich hab's verstanden. Was ist denn mit Seekrankheit? Wenn man jetzt längere Zeit steht und auf die Königin wartet und die verspätet sich etwas und man muss aber die ganze Zeit stramm stehen, dann kann man ja nicht mehr... Irgendwann muss man kotzen. Ja, auf dem Schiff jetzt. Und es sieht doof aus, wenn die Königin gerade kommt. Richtig. Und bei den gemeinen Mannschaften ist es jetzt egal. Aber so ein Offizier, der erbricht sich ja ungern, wenn die Königin vor ihm steht.
Darum sitzen die lieber gleich und können dann der Seekrankheit wenigstens gelassener entgegensehen. Also hat es was mit dem menschlichen Auswurf zu tun? Ja. Nein. Es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, an Bord ist der Offizier immer im Dienst und deshalb muss er nicht aufstehen, weil er dann seine Tätigkeit verliert. Ist halt dumm für so einen Typen, der oben in der Rah hängt, aufsteht und runterfällt. Ich ziehe meine Antwort zurück. Kopfschussgefahr. Nächster Vorschlag, nur an Land, ganz kurz, es ist zwar eine Formalsache, an Land ist der Navy-Offizier niemals im Dienst. Eine Sekunde, der Bayer wollte was sagen. Super. Ich fühle mich gerade wie Lord Nelson. Vielleicht sind ja unter Navy... Offizieren? Offizieren, vielen Dank. Zählen ja auch U-Boot-Offiziere. Und vielleicht konnten die gar nicht so schnell aufstehen. Auch ich ziehe meine Antwort zurück. Gehen wir doch in die Geschichte. Ein großes Seefahrerland, Elisabeth I., die ja ganz viel von den Spaniern klauen musste und das natürlich mit Hilfe ihrer Navy-Offiziere. Und das ist vielleicht ein verbrieftes Recht, weil die so besonders viel zusammengerafft haben, zusammengeklaut haben in der Welt. Die brauchen nicht aufzustehen. Ich habe noch eine Idee, weil Queen Victoria... Was? Lass doch dem Pass wenigstens auf, die Würde, ein Nein zu empfangen. Ja. Queen Victoria, unter der wurde doch überhaupt erstmal die große englische Flotte, die Armada, überhaupt zu ihrer ganz großen Größe. Queen Victoria selber war aber sehr klein. Wann war das? Mittwoch, 13. Mai, pass auf. So, die war aber jetzt sehr klein und weil Victoria es nicht ertragen konnte, genau wie Gloria Swanson, wenn andere Leute größer waren als sie, mussten diese großen, stattlichen Offiziere immer sitzen. Davon kann er ein Lied singen. Bernhard, bei Bernhard müssen auch alle sitzen bleiben. Es hat mit der Größe nichts zu tun. Wie ist denn, ach so, nee, der ist ganz so, wenn vielleicht, aber traditionell eingeführt. Nein. Traditionell ist einer aus dem englischen Königshaus, ist Offizier der britischen Navy. Gut. Und der muss, der... Prinz Charles. Charles, der keine, Sohn, der Älteste, Ahnung. Der König. Keine Ahnung. Das hat nichts damit zu tun. Richtig. Ja. Was ist denn mit Holzbein? Wie wir alle wissen, hat so ein englischer Marineoffizier, ja, wenn er eine Schlacht hinter sich hat, ein Holzbein. Was hat er? Ein Holzbein. Nein, das sind Piraten. Captain Hook war der. Die haben Holz. Nein, Piraten haben einen Papagei auf der Schulter. Genau. Papagei heißt der Tier mit der Schnauze und dem Ringelschwanz, genau. Ist auch, der hat also mit Holzbein auch gar nichts zu tun. Weil das würde das erklären, dass man nicht so lange, man lässt ja einen Offizier mit Holzbein nicht jetzt 2 Stunden an der Sonne stehen. Warum nicht? Offiziere vielleicht nicht? Bitte? Doch, nee, na, aber ich wollte gerade sagen, dass Offiziere nicht trinken, aber wir reden von der Marine. Aber Toast. Die müssen bei offiziellen Veranstaltungen nicht aufstehen, aber nicht auf dem Boot. Also die können auch. Die müssen, wann immer bei einer offiziellen Veranstaltung wird immer ein Toast auf die Queen ausgebracht, in diesem Falle Queen. Ah. Ein und Toast. Da können die sitzen. Und die dürfen sitzen bleiben. Ja, das ist doch jetzt klar. Ja. Ach so. Ja, dann, ja, ist doch klar. Damit bei der Schiffsschwankung das Getränk im Glas bleibt. Ja. Aber das was ist mit dem... doch auch an Land. Nee, aber das verstehe ich jetzt nicht. Die trinken wenn die stehen bleiben. Die haben doch, wenn du sitzt, hast du doch viel besser, wenn so ein Schiff schwankt, hast du doch viel besser Kontrolle über so ein Glas. Ja, aber wenn Toast heißt doch, die trinken auch. Aber wenn sie stehen und sturzbesoffen sind, können sie gegenschwanken. Es ja, Sie Land. Vielleicht, ich nicht. Stürzen ich sitze drauf. Lieber im Suff. Segelschiff. Achtung, Segelschiff. Ich war jetzt persönlich nur selten auf dem Segelschiff, aber ich weiß, dass vom Mast geht ja so ein Querholz ab, das, wenn jetzt der Wind ungünstig weht, der Baum hin und her schlingert. Wenn man jetzt steht und hält das Glas hoch, dann kommt der Baum und reißt einem das Glas aus der Hand. Ja. Wenn man sitzt, passiert überhaupt nichts. Das Problem ist, dass dieser Toast ja auch ausgesprochen wird an Land. Also, und wenn der an Land ausgesprochen wird, können die sitzen bleiben und alle anderen umherum machen. Richtig. Zum. Also ich sag's euch mal, es ist so einfach und so profan. Diese Tradition ist ein paar hundert Jahre alt. Im 17. Jahrhundert soll sich König Charles II. Beim Erwidern eines Toasts an Bord eines englischen Kriegsschiffes so heftig die Birne gestoßen haben. Ja, am Baum. Nee, als er aufstand. Weil nämlich unter Deck die Schiffe damals sehr beengt waren. Man konnte kaum aufrecht stehen, ohne mit dem Kopf irgendwo oben anzuecken. Vielen Offizieren soll das beim Ausbringen des Toastes auf den König immer wieder passiert sein. Aus diesem Grund ist es überliefert, dürfen die Offiziere der britischen Navy als einzigste sitzen bleiben. Holger hat einmal so Bums gemacht mit dem Kopf. Ja, bei dem U-Boot.
Bei der Lösung, die der Herr Barth. Aber da im 17. Jahrhundert gab es ganz selten. Die gab es auch U-Boote. Hallo? Weißt du doch gar nicht, die waren nur nicht taktisch sinnvoll eingesetzt. Die kamen nicht mehr hoch. Egal, Carsten Müller aus Essen, 500 Euro. Gratulation. Wir gehen nach Bielefeld, meine Damen und Herren. Dort wohnt Florian Buttgereit. Und Florian Buttgereit hat folgende Frage. Er möchte wissen, was ist der sogenannte 5-Kilo-Schein? Der was? 5-Kilo-Schein? Ja. Schein? Ja. Schein. Oh, Schein ist ja ein Führerschein. 5-Kilo-Schein. Also 5 Kilo, das ist so ein Führerschein. Wo braucht man 5 Kilo? Moment, wir gehören ja noch zu... In der Jagd? Wir dürfen ja 7,5 Tonner fahren. Alle nach beim Kokainhandel. Beim Kokainhandel. Ja. 5-Kilo-Schein. Ein Schein. Ich habe einen Schein gemacht. Ja, es ist irgendeine Genehmigung. Es ist der 5-Kilo-Schein, erlaubt es, mit einem bestimmten Gewicht eine gewisse Grenze zu passieren. Zum Beispiel die nach Holland. Die haben Angst, dass das nochmal absinkt, das ganze Land. Wenn da zu viele 5-Kilo-Autos drüber fahren, dann macht Holland nochmal Schwupp und dann ist es Bob weg. Nichtsdestotrotz möchten viele da rein. Ne? Schein gemacht. Ist das was beim Fallschirmspringen oder so, dass man 5 Kilo, bei 5 Kilo Gepäck oder bei Gebirgsjägern, dass die, wenn die abspringen im Gebirge, dass die mit 5 Kilo Gepäck eine Prüfung bestanden haben? Also beim Fallschirmspringen mit 5 Kilo Gepäck. Weißt du's? Vielleicht ist ja doch zum Beispiel eine Art Heiligenschein. Also ein Heiligenschein, der 5 Kilo schwer ist. Und ist ein Heiligenschein, wie ich normalerweise nichts, wie alle Katholiken hier im Publikum wissen. Ja. Aber es gibt ja zum Beispiel christliche Musicals, bei denen der Schauspieler durchaus mal einen Heiligenschein trägt. Oder beim Kinder, ich weiß es, wir sind bei den Weight Watchers. Da war ich zwar. Ich war ja noch nie bei den Weltwatchers, habe auch noch nie eine Diät gemacht. Nein, deswegen sehe ich auch immer noch so lecker aus. Aber die haben ja so schöne Motivationen in den Gruppen und die werden, wenn einer 5 Kilo abgenommen hat oder eine, werden die kleine Urkunden bekommen, kleine Bescheinigungen. Prima, dufte, weiter so, das ist der 5-Kilo-Schein. Da gibt es ja auch einen 10-Kilo-Schein und 20-Kilo-Schein. Da gibt es auch 60-Kilo-Schein, Herr Walter. 5 Kilo. Aber andersrum wäre doch viel schöner, dann hätte ich 20 5-Kilo-Scheine. Hat das was mit der Geburt zu tun? Wie denn? Ja, wenn ein 5-Kilo-Kind da kommt, ein Kind aus 5 Kilo, sagt, da leck mich am Arsch, ein schön schwer. 5-Kilo-Schein. Ja. Ich würde mal kurz ganz langweilig, ja. Wo wir gerade beim Abnehmen sind, wie wär's denn mit Sperrmüll? Und zwar Sperrmüll. Meine Güte. Sperrmüll, und zwar bei Müllverbrennungsanlagen darf man bis zu 5 Kilo, das ist echt verdammt wenig. Ja, es muss, wir sind mal bei ganz. Ja, wo wir gerade bei Sperrmüll sind, vielleicht reden wir doch lieber von einer Flugreise. Man darf ja nur begrenzt Fluggepäck mitnehmen, zum Beispiel 25 Kilo oder irgendwie sowas. Und man kann jetzt 5 Kilo in 5 Kilo Paketen mehr Gepäck mitnehmen, wenn man einen sogenannten 5 Kilo Schein hat. Wo kriegt man den denn? Am Flughafen. An welchem Schalter denn? Am Schalter, wo man das Gepäck abgibt. Da sagt man, guten Tag, ich hätte gerne... Stimmt das mit Flughafen, Herr Balder? Überhaupt nicht. Nee. Tupperware. Tut mir leid, dass Sie reduziert werden, aber wir sind sie. Tupperware. Es gibt ja Tupper-Partys. Ja. Und da gibt es ja, bekommst du, glaube ich, als Gastgeber irgendwelche Punkte. Ja. Und als Käufer auch. Ich weiß das nicht genau, aber meine Freunde... Sind wir vielleicht beim Angeln, bei einem Angelschein, dass Menschen Fische über 5 Kilo aus dem Teich zupfen dürfen? Oder nur 5 Kilo, also ein Mindestmaß. Wir haben hier praktisch im weitesten Sinne beim Gewässer. Ja. Entschuldigung. Da sind wir aber nicht, ne? Da sind wir nicht. Was ist denn mit dem Eichamt? Ich bin jetzt in einem Eichamt. Eine Waage kann sich ja, es kann sich um eine Briefwaage handeln, die wird vielleicht ausgeliefert, nachdem sie geprüft wurde mit einem Grammschein. Weil es auf ein Gramm genau geeicht sein muss. Ein 5-Kilo-Schein. Oh, er macht schon wieder dieses Gesicht. Dieses Gesicht hast du nicht. Ich sag's euch. Ja. Ihr seid ganz weit weg. Also, es war bei euch niemand. Warte mal ganz kurz. Bevor du es sagst. Du hast den. Ja, genau. Ja, du hast den. Sehr gut. Sehr gut. Sag es mir. Ich weiß es, du sagst es danach, wenn sie es nicht ist, dementiere ich sie. Denunzieren. Denunzieren. Demontieren ist was anderes. Ja, aber ich fände es viel lustiger, wenn wer von euch außer Frau von Sinn war bei der Bundeswehr? Da
Ahornsalat? Keiner. Ich war am Anfang bei Gebirgsjägern. Du warst beim Bund? Ja. Den sogenannten 5-Kilo-Schein stellt der Truppenarzt bei der Bundeswehr aus, wenn ein Soldat unter Rückenschmerzen leidet und nachweisbar nicht in der Lage ist, bei einer Übung seine schwere Ausrüstung zu schleppen, kriegt er den sogenannten 5-Kilo-Stein ausgestellt. Das heißt, alles, was über 5 Kilo wiegt, muss der Rekrut dann nicht mehr selber tragen. Aha. Das, hatte sie recht? Ja, na und, na und. Florian von Kreis aus Bielefeld. 500 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Das war Schule. Ja. Super geil. Sie hat das ähnlich. Sie hat gesagt, eine ärztliche Verordnung, dass man nicht mehr als 5 Richtig. Kilo... Richtig. Aber Bundeswehr hast du nicht gesagt. Ja. Darf ich Sie noch mal ganz kurz einfach an gute alte Zeiten erinnern? Ja. Als ich ganz am Anfang bei dem Versuch der Beantwortung dieser Frage von Gebirgsjägern hätten Sie doch vielleicht sagen können, Frau von Sinn, bleiben Sie mal bei der Bundeswehr. Ja, hätte ich, habe ich aber nicht. Nee, haben Sie nicht. Wir waren doch bei Gepäck. Wissen Sie auch, womit? Mit Recht. Ja. Ja. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch ein bisschen Geld haben möchten, eine Frage zu Hause rumliegen haben oder mehrere und denken, das wäre was für Genial daneben, schicken Sie uns die Genial daneben 50616 Köln. Rufen Sie an 01378 1120 oder eine E-Mail fragen @genialdaneben.de. Claudia Keil wohnt in Weiterstadt, ist heute Abend hier. Claudia, wo sind Sie? Dort. Claudia, herzlich willkommen. Ich stelle jetzt Ihre Frage und drücke Ihnen alle Daumen, die ich habe. Claudia möchte wissen, was ist ein Stangenreiter? Das will die Claudia nicht wirklich wissen. Ein Stangenreiter ist ein Phänomen in einem Vogelbauer. Wenn Papageien an Hospitalismus leiden, weil sie diese Enge nicht mehr ertragen können, sitzen die auf der Stange und es sieht aus wie ein Reiter. Und das ist eine Krankheit bei einem Vogel, der unter Platzangst leidet. Falsch. Hört sich aber sensationell an, oder? Ein Phänomen, was Damen unbekannt sein dürfte. Ein Stangenreiter ist ein... Jetzt bin ich mal gespannt. Ist das dürfte Ihnen auch unbekannt sein. Ich glaube, das ist eher für Herrn Bach das Thema, oder? Darf ich ganz kurz... Hat er nicht gesagt, dass ich Damen... Ich glaube, er meinte was ganz anderes. Ja, was ist das? Ganz anderes, was er gar nicht sagt. Ich krieg die Bilder, die ich auf den Kopf sagen. Ich muss das tun, das tun, das tun, das tun. Oh, das tut ja weh. Nein. Also. Man sagt nicht mehr. Wenn man auf einem jungen Fahrrad zu schnell bremst. Fertig ist die Geschichte. Ja. Was ist denn? Was passiert dann? Dann tut das weh. Dann ist man ein Stangenreiter. Geht man zum Arzt, ich hatte einen Stangenreiter. Und wenn da keine Stange zwischen ist? Dann ist man ein Mädchen. Ich glaube, dass... Jetzt fange ich mir langsam an Sorgen, um Herrn Hohecker zu machen. Ich glaube, das ist eine Maschine aus der Lebensmittelindustrie. Okay. Lakritzherstellung. Wer? Lakritzherstellung. Lakritzstangen. Die Lakritzstange. Ja. Nee, das war vorher lustiger. Die ganze Stimmung ist im Arsch. Ja, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Was machst du hier? Hör doch mit der Scheiße auf. Was ist denn was? Dressurreiten. Oh ja. Da sind ja... So, jetzt wird der kleine Flau, wa, Mäuschen? Die 500 Euro bald Ecke. Ja. Beim Dressurreiten, wenn man dann diesen Parcours reitet, dann sind ja immer diese Querstangen. Und dann gibt es ja auch so diese Typen, die das nicht wirklich wunderbar können. Und das Pferd wirft sie ab und die knallen volle Möhre auf die Stange. Und dann spricht man von, ja, Hector hatte gerade einen Stangenreiter. Themenabend auf Arte, heute Vollidiot. Der Stangenreiter. Also Maschinenbau, hat das was mit Maschinenbau? Nein. Dann ist es ein Schmetterling. Der Stangenreiter.
Der verarscht dich, der verarscht dich. Ich fürchte auch. Der verarscht dich. Boah, dieser Leg. Und wenn ich es nicht tun würde? Was? Dann hätte ich mal wieder mit Schmetterling recht. Haben sie aber nicht. Boah, hab ich's gewusst? Ey, hab's gewusst, ich hab das gesehen. Dieses Fiese in diesem alten Mann. Dieses Unbefriedigende, dieses Vorschlag. Ein Begriff aus der Medizin, der wurde aber nicht deswegen benannt, weil das irgendwas ist, was auf einer Stange sitzt, sondern der hieß einfach Dr. Igor Stangenreiter. Kam woher? Kasachstan. Ja, Stangenreiter ist ja auch ein typisch kasachstanischer Name. Nicht Leute mit deutschen Vorfahren. Ein Stangenreiter. Ich sehe, ich habe etwas vor Augen. Ein Bild, was ein mir... Brett. Ein Brett. Oh. Das Brett, was andere vor Augen... Egal. So, also ich sehe eine Stange vor mir, die im Boden verankert ist und oben aufhört. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, was der Stangenreiter sein kann. Einfach nur eine Plastikkappe, die oben drauf sitzt, um das Hineinlaufen von Wasser oder das Rosten der Schneidstelle zu verhindern. Es könnte aber auch sein, ist dass aus Plastik, richtig, ja. Aber es könnte auch sein, dass ein Schild ist, zum Beispiel diese Gasschilder oder diese Wasserschilder oder die Notfallschilder, die auf der Stange sitzend reiten, quasi Informationen darüber abgeben, wo und wie sich entsprechende Entfernungen... Ist aus Plastik, ist an sich auch ein Schild, gibt auch eine Information. Nochmal. Nee, sag ich nicht nochmal. Nein, der Stangenreiter ist aus Plastik und es ist ein Schild und gibt eine Information. Ja. Und das ist... Stangenreiter. Also, ja, natürlich. Jens Bock. Natürlich. Jens Bock. Was? Ja. Oh, Aggression. Merkst du, was für Aggressionen hier sind? Nein, in der Tat. Also ein Stangenreiter ist ein zusätzliches Hinweisschild auf einem anderen Schild. Oben ist jetzt was Großes, wie zum Beispiel 60 Kilometer und unten drunter wird noch draufgeschrieben. Grenze. Nein. Grenzburg? Nein. Hier es ist eine Metallstange, die aus dem Boden kommt. Damit fängt es an und da drauf sitzt das. Nein. Aha. Stangenreiter. Ich sag's euch mal, es ist etwas ganz Dämliches. Anhängerkupplungsgedöns. Es ist erstaunlich, für was in Deutschland alles Bezeichnungen gefunden wird. Wir kennen das alle, wenn wir Klamotten einkaufen. Da hängen die Sachen dann. Oh, in der Regel auf Stangen rum, in S, M, L, XL. Und da oben ist so ein kleines Plastikteil, das die unterschiedlichen Größen voneinander trennt. Und dieses Ding nennt man Stangenreiter. Claudia, 500 Euro. Jetzt kommen wir zu einer Frage von Olaf Schamel aus Köln, auf die ich mich ganz besonders freue. Das hört sich nicht gut an. Nee. Olaf Schamel aus Köln möchte wissen, warum verkaufen Hamburger Busfahrer ihren Fahrgästen Fotos von sich? Von sich selbst oder von den Fahrgästen? Kleine Information. Ja, eben. Kleine Information. Rund 200 Busfahrer der Hamburger Verkehrsbetriebe verkaufen ihren Fahrgästen seit September 2007 Fotos von sich. Die Busfahrer. Also von Fotos von den Busfahrern? Ja. Die sind da drauf zu sehen. Warum? Weil sie nostalgische Busse fahren und noch die nostalgische Uniform anhaben. Und das als Andenken, als Foto, wird das verkauft als Postkarte. Nein. 200. Die sammeln für einen guten Zweck und es sind Nacktbilder. Und es sind was? Nacktbilder. Nacktbilder von Busfahrern. Die Gegenpäse demonstrieren. Verkaufen die für einen guten Ist da ein Text noch mit drauf oder ist das nur das Bild? Steht da drunter sowas wie, ich bin auch unterbezahlt, schauen Sie dem Elend ins Gesicht. Ja, genau. Ja, Sie müssen in den Betriebsrat. Ja. Das steht nicht da. Steht nicht drin. Aber es ist ein Text dabei. Ja. Ja. Eiligenbildchen von Busfahrern. Hat es etwas mit einer eventuellen Strafverfolgung zu tun, wenn der Busfahrer zu schnell fährt oder wenn er die Mädchen sexuell belästigt? Das der Busfahrer? Das finde ich aber da verkaufen die vorher Fotos. Kriegt nicht jeder so ein Foto. Das würde ein Telefonnummer draufhängen. Also von Fahrgästen habe ich das ja schon gehört, aber von Busfahrern... Nee, damit die dann sagen können... Ich war's. Nee, ja, das ist nee dass die Fahrgäste sagen können, der war's. Ja, ja. Ja, ich hatte also den Gedanken, es ist eine vertrauensbildende Maßnahme. Ja, sodass man sagt, genau.
in Hamburg gab es auch neulich diesen tragischen Unfall, dass ein Busfahrer jemanden überfahren hat. Ist, wenn man quasi Sympathie erzeugt, indem man sagt, ich bin der Busfahrer, Sie vertrauen sich mir an, haben Sie keine Angst, also Lobbyarbeit. Aber ich nicht drüber? Das doch nicht. Ja, eben. Das erzeugt doch kein Vertrauen. Naja, geben Sie mir mal 5 Euro naja, für mein Bild. Naja, eine latente Feind, meine skeptische, so ist eine Kampagne, eine Werbekampagne von dem Hamburger Bus unter Verkehrsbetrieben. Ja. Ja. Auf der Werbekampagne steht was drauf, da gibt's Plakate und man kann auch die Fotos kaufen mit den Abbildungen drauf und damit unterstützt man einen guten Zweck. Habe ich ja gesagt, ja. Nur dass die nackt waren. Dass neue Busse werden gekauft oder richtig. Sicherheitsmaßnahmen ja, in den Bus wird eingebaut oder Überwachungskameras werden eingebaut oder Radios werden eingebaut oder Fernseher werden Sitzheizung, Klimaanlage. Graffiti werden dann weggebaut. Was passiert denn mit den Fotos? Die werden verkauft, hast du doch sind lose. Er hat's doch gesagt, oder nicht? Die Frage ist doch, wie sehen die Busfahrer auf diesen Fotos aus? Und ich habe eine Theorie. Ja, mach mal. Die haben also hier Senf und hier Ketchup. Und dann sagen die, bitte nicht im Bus essen, sonst sehe ich nachher bei einer Vollbremsung so aus. Aber warum verkaufen? Nein, das ist los. Kein Los. Und zwar, die sind total... mit Aufkleber. Panini-Bildchen. Man muss die sammeln, wenn man alle Busfahrer zusammen hat, dann kriegt man irgendwas. Eine Rundfahrt umsonst. Oder so. Monatskarte. Man kriegt einen Bus. Also man kriegt, ich sag das so Geld bei Essen. Die Hamburger Verkehrsbetriebe wollen, warum auch immer, das Verhältnis zwischen Fahrgästen und Busfahrern verbessern. Dazu hat man sich das hier einfallen lassen. Das ist ja toll. Man kann das hier besorgen. Und dann kann man die ganzen Bilder von den Busfahrern... Da gibt es zum Beispiel Sarwa, Rafe, kommt aus Kabul, ist Busfahrer seit 1999, Lieblingslinie 189, Lieblingsbus Citaro. Und dann kann man hier so ein Kuvert kaufen. Toll. Und das kann man dann aufreißen. Das ist ja fantastisch. Und da sind cool. Dann mehrere Fotos drin. Zum Beispiel auch von Bussen, die werden auch abgebildet. Aber zum Beispiel auch von Sonja Jacobi und Edward Balitzki. Toll. Oder zum Beispiel von Leszek Raczkorgowski. Oder Mustafa Jütsche. Das sind alles Busfahrer, da steht der Lieblingsbus. Und das kann man dann hier einkleben. Und wenn das alles noch nicht reicht, wenn man das alles zusammen hat, dann holt man sich das Herzchen. Und dieses Herzchen macht man sich ans Revier. Und alle, die ein Herzchen am Revier haben, können dann Busfahrer tauschen. Ganz kurz. Das stimmt wirklich. Das ist kein Quatsch. Das ist ja das Schönste, was ich seit Jahren gehört habe. Ist das nur Busfahrer oder auch U-Bahn? Es sind nur Busfahrer, glaube ich. Und es sind auch, das Management ist abgebildet, Vorstand. Kurze Frage, die Busse sind abgebildet. Wie viele Busfahrer kriegt man für einen Schweinsteiger? Toll. Das hat sich die Stadt Hamburg einfallen lassen. Nein, also, das ist eine wunderbare Idee. Und sag mal, wenn die jetzt ein Panini-Büchlein zusammen haben, was kriegen sie dann? Das also weiß ich nicht. Dann kriegen sie gar nichts. Da haben sie es zu Hause und wenn sie einen Busfahrer doppelt haben und haben das Herzchen, dann können sie zum Beispiel sagen, ich habe Rochus Baten. Kann ich den eintauschen gegen zum Beispiel Osman Yavuz. Ah. Und da man ja lesen kann, was die Lieblingslinie ist, kann man sich ja gezielt zu einem hinsetzen. Genau. Das genau. Ist ja super. Und wenn man es euch hat, sag mal, lächeln und kann ihn selber rein. Das ist ja Wahnsinn. Und so ein Ding hier kostet irgendwie 20 Cent, so ein Teil hier. Und da sind dann die Bilder drin. Das ist ja eine wahnsinnige Idee. Also schön. Da wird jetzt in Hamburg wahrscheinlich getauscht werden ohne Ende, meine Damen und Herren. Und wunderschön. Ja, Olaf Schammel, es tut mir wahnsinnig leid. Er kommt auch noch aus Köln, ja, Olaf. Super, aber auch dann die Kommunikation im Bus fördert. Das ist die schönste Idee seit Jahren. Ja, das finde ich auch. Das sollten wir hier in Köln auch. Und zwar mit den Taxifahrern sollten wir das.
Da kann ich den Namen aber gar nicht mehr aussprechen. Ja, ich glaube, dieses Album mache ich selber. Ja. Olaf Scholz, es tut mir wahnsinnig leid. Es gibt leider kein Geld mehr. Damit. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Jetzt gehen wir mal nach Finntrop. Das liegt in Nordrhein-Westfalen. Dort wohnt Sandra Köper. Und Sandra Köper aus Finntrop möchte wissen, was ist das Nussknacker-Phänomen? Oh, Medizin, ganz gefährlich. Wenn der Unterkiefer sich immer wieder ausrenkt und man ihn dann nur mit einem Geräusch wieder einrenken kann, das an einen sehr, sehr großen Nussknacker erinnert. Sind wir vielleicht in der Geriatrie, alte Leute, die irgendwie... Nein, ich denke an sowas wie ein künstliches Gebiss, die immer so... Die so automatisch, obwohl sie nichts haben, immer so auf und zu mal, es knackt immer beim Reden. Und manchmal fallen Nüsse raus. Ich habe keine Ahnung. Aber so Kiefergeschichten. Nein, wir sind in der Medizin, aber in einer ganz bestimmten Form. Völlige der Medizin. Versteifung des Körpers, sodass man also sich gar nicht mehr bewegen kann, mit Ausnahme des Kiefer. Der Kiefergelenke. Und das Rückgrat, das kommt so ein Stück raus. Wenn man da drauf haut, dann geht der Kiefer zu. Und wir sind auch nicht bei der, beim epileptischen Anfall. Ich meine, dass man da den Patienten... Nein, ich habe ja gesagt, wir sind in der Medizin, aber in einer ganz bestimmten Chirurgie. Veterinärmedizin. Veterinärmedizin, Chirurgie, was hätte man noch? Was gibt es denn noch? Die Orthopädie. Zum Beispiel. Das ist genauso falsch wie das andere. Zahnmedizin. Das ist noch falscher als das andere. Wie nennt man das? Neurologie. Internist. Herz, Lunge, Kreislauf. Humanmedizin. So weit, so was. Also es geht um Menschen. Psychologie. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen. Jetzt gehen wir erstmal ganz grob. Stellen wir uns mal vor, da jemand legt seinen Kopf in den geöffneten Kiefer eines sehr, sehr großen hölzernen Nussknackers. Genau. Und hinten drückt jetzt jemand drauf. Das ist zum Beispiel eine Verletzung, die nennt man das Nussknacker-Phänomen. Das ist eine sehr, sehr spezielle Form von Unfallchirurgie. Kommt nur selten vor. Genau. Ja. Immer in der Vorweihnachtszeit in New York eventuell gibt es da so große. Nussknacker-Phänomen. Phänomen. Ja, Nussknacker-Phänomen. Hast du jetzt schon die medizinische Sparte rausgekommen? Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, natürlich, ja. Ist aber eine spezielle Form der Medizin, also Schönheitschirurgie. Also das ist ja keine Medizin, oder? Was wäre denn das? Doch, manchmal schon. Es gibt ja auch Ärzte, die das machen. Ja, das Nussknacker, wir hatten das doch schon mal bei Frau Merkel, dass die hier diese Falten, das sieht doch aus wie so ein Nussknacker. Ja, nee. Das hieß aber anders. Das war nicht das Nussknacker-Phänomen, nee, das hatte einen aber anderen wir hatten, Namen. In der Schönheitschirurgie, aber da könnte, das Phänomen könnte doch zum Beispiel dann sein, dass die nach einer Operation, dass die eben nicht mehr lachen können. Und nicht, also jetzt, dass sie nicht mehr lachen können? Ja, die sich jetzt versucht haben, diese Falten wegzumachen. Kaputt zu liften. Ja. Wo die dann so sitzen und gerne lachen würden, aber ich kann nicht lachen, weil sie sonst die Knie anheben würden. Das wäre dann bei Schönheitschirurgie, genau. Also Schönheitschirurgie können wir mal ausklammern. Das ist eine Überlastung. Das ist ja gar nicht der klassische Nussknacker als Figur, sondern irgendwas, was... Ja, es gibt ja auch Nussknacker, die einfach so eine Zange. Dass irgendwas im Körper so dermaßen in die Zange genommen Nussknacker muss ja gar nicht. Das ist richtig. Was? Das ist richtig. Also sind wir in der Chiropraktik. Nein, es wird etwas im Körper eingeklemmt. Das ist richtig. Wenn man eine neue Hüfte kriegt, Hüftgelenke. Das wäre ja Chirurgie, da sind wir ja nicht. Also ein Organ wird dermaßen eingeklemmt. Physiotherapie. Und wir sind in einer Art von Medizin, soweit kann ich euch helfen, die noch im Gegensatz zu vielen anderen noch weitgehend. In den Kinderschuhen. Ja. Aha. Also Genmanipulation. Ich gehe nicht, ich bleib. Also da gibt es ja nicht viel. Aber es muss ja, wenn das Bild stimmt, ist das ja... Also man kommt auf diesem Gebiet zwar immer weiter, aber es ist auf diesem Gebiet der Medizin noch viel zu tun. Viele Menschen leiden darunter. Okay, geht es irgendwie im weitesten Sinne um Akupunktur oder Akupressur, dass eben nicht operiert wird, sondern die Menschen... Bandscheibenvorfall. Viele Menschen haben genau Bandscheiben, ja, Rücken. Rückenschmerzen. Was bewirkt das denn? Naja, was eingeklemmt wird, ist in dem Fall der Nerv. Oder die Bandscheibe. Die wird zwischen unteren Oberkiefer. Das meine ich jetzt nicht, aber was hat man denn dann? Rückenschmerzen. Lass mal Rücken weg. Schmerzen. In der Schmerztherapie wird das benutzt. Wir sind in der Schmerzmedizin. Ja.
Jetzt ist genau. Bescheid. Hast du ja gesagt. Gibt es das? Gibt es vielleicht, dass generell ein Nerv wird eingeklemmt? Also es passiert nicht. Es kann auch sein, dass das in einem Armgelenk ist oder im Finger sogar, dass der Nerv eingeklemmt wird, weil irgendwie Knochenverdickungen entstehen oder Muskeln. Es ist doch auch Muskeln. So, dass der Körper merkt sich doch auch Schmerzen. Es gibt ja auch sogenannte Richtig. Phantomschmerzen oder chronische Schmerzen, weil die Nerven sich irgendwie das auch merken. Was ist denn, weil ein Nussknacker muss ja nicht nur diese Menschen mit den schwarzen... Nee, danke. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas anderes quetsche, um den Körper also eine andere Information von Schmerz zu geben, damit dieser andere memorierte Schmerz nicht mehr so wehtut, quetsche ich etwas anderes. Ja, das ist aber hier nicht der Fall. Wir sprechen hier von einem ganz bestimmten Organ. Okay. Was Dirk gesagt hat, war ja richtig. Ein Organ wird eingequetscht. Ja. Durch andere Teile des Körpers. Ich möchte gerne wissen, welches Organ und durch was. Die Gut. Nieren werden eingequetscht. Richtig. So, und zwar durch die Hände des Mediziner. Nee, Phänomen. Das Phänomen kannst du... Ach so! Der Magen oder die Leber... Nein, ist richtig. Die Nieren, genau. Die Nieren werden eingequetscht durch... Jetzt geht's los. Fehlstellung der Hüfte. Zu enge Korsagen. Nee, das Ganze, da muss ja die Korsage ausziehen. Wovon reden wir denn jetzt? Das Phänomen ist, also die Krankheit ist, dass die Nieren eingequetscht werden. Und jetzt geht es darum, wie man das wieder... Von wem werden sie eingequetscht? Ja, wenn die Niere zu groß ist, zum Beispiel. Aber das könntet ihr an sich gar nicht wissen, von wem. Also wenn ihr nicht gerade Arzt seid, könntet ihr nicht wissen. Von einem anderen Organ. Also im Prinzip... Sie denn hier unsere anatomischen Kenntnisse? Dann sagen Sie mal. Nee, jetzt sind Sie mal dran. Nö. Uns hier vorwerfen... Von was kann denn so eine Niere eingequetscht Von Darm. Steinen, von Nierensteinen. Nö. Von den Nebennieren. Vom Darm. Darm von Milz. Liegt da in der Ecke Magen. Rum. Der liegt da in der Ecke rum, der Darm. Die Milz. Milz. Nase. Ja. Galle. Bürostühle. Ja, da haben wir noch die Lunge. Dann kommt auch irgendwann das Gehirn, aber dann sind wir wieder woanders. So woanders. Von Knochen kann es eingequetscht werden. Von Fettgewebe. Von geschwollenem Gewebe. Also das könnt ihr also nicht wissen. Ich überlege gerade, weil ihr Niere gesagt habt und weil ihr gesagt habt, ein Organ wird zusammengequetscht, ob ich das nicht Sag einfach... Sag doch mal die beiden Organe, wenn wir die ja, kennen. Das sollten wir einfach so gelten das lassen. Sollten wir gelten. Das nicht, ja, denke ich mir. Also mir reicht das. Mir reicht das. War schon schwer genug. Wenn man nicht gerade Medizin studiert, kann man das nicht wissen. Also bei vielen Menschen haben chronische Schmerzen ein und dieselbe Ursache. Die Vene der linken Niere wird von der Hauptschlagader und einer weiteren Arterie zusammengedrückt. Folge, Durchblutung der Niere wird gestört, was sich in Form von unterschiedlichsten Schmerzen bemerkbar machen kann. Das haben viele Menschen. Und weil diese Nierenvene von zwei Seiten zusammengedrückt wird, spricht man von einem Nussknacker-Phänomen. Niere habt ihr gesagt, zusammengedrückt habt ihr gesagt, lass ich mal so gelten. Den Rest kann man nicht wissen, ist zu schwer, wenn man nicht gerade Medizin studiert hat. Sandra Köper, Sie müssen es anerkennen, ist so. Eine Frage habe ich noch. Robert Wintersteller aus München möchte wissen, das wisst ihr. Ja. Das wisst ihr. Ja, auf geht's. Was ist ein Halsbläser? Halsbläser, Vogel. Ja, eine Vogelart. Ja, genau. Ein Vogel, ja. Ja gut, ja. Frage beantwortet. Nächste. Schönen Diese Sonntag lustigen auch. Vögelchen, die bei ihren Balzritualen immer hier Sonneköpfe. Das ist eher ein Frosch, ne? Oder eine Kröte. Ja, Vögel auch. Das wird dann so aufgeplustert. Welcher Vogel? Bläser. Ah, Wellensittich. Halsbläser. Kann man mit dem Hals blasen oder mit dem Blaseball. Sind wir im Tierreich? Jawohl. Nein. Gut, dann ist das so eine Krempe wie in so Schaffermahlzeit, 15. Jahrhundert. Da haben sie doch oft so einen Kragen, so eine Art Schillerkragen, ist aber ähnlich wie aus Krepppapier hergestellt. Ist das der Halsbläser? Blazer? Ach so. Also nicht Blazer. Halsbläser. Also sind wir beim HNO-Arzt. Ein Halsbläser ist, wenn ich Aua habe im Hals, bläst der mir. Nee, der bläst mir. Junge. Ich bin in der Musik. Vielleicht ist das eine bestimmte Instrumentengattung, die etwas unbekannter ist, wo man zwar ein ganzes, ja, man hat zwar ein ganzes Instrument, aber man bläst in der Mitte irgendwo rein. Also nicht von oben Kopfbläser, sondern Halsbläser. Wie heißt das Instrument? Das Instrument heißt Tukolone. Genau, Tukolone. Oboe. Wie heißt das? Tukolone. Wir in der industriellen Herstellung, nein, in der industriellen Säuberung von Bierflaschen oder Weinflaschen. Von Flaschenhälsen. Ich rede von Flaschenhälsen. Wie findet die statt?
Flaschenhals. Wie findet die Stadt die industrielle Säuberung? Ja, da sind so kleine Rondells, da stehen die Flaschen drauf. Und dann werden die ausgespült und um die trocken zu machen, bläst ein Föhn dann da rein und das ist der Halsbläser. Aha. Ist das ein Instrument? Genau. Bitte? Ein Panflöte? So? Nee. Also in der Musik sind wir auch nicht. Kann ich sofort ausklammern. Industrie, sind wir in der Industrie? In der Industrie? In welcher Industrie? In der Industrie. Fangen wir doch erstmal klein an. Sagen Sie doch erstmal ja. Also generell jetzt. Ja. Ja, Industrie ist ja weit, ein weites Feld. Ein weites Feld. In der industriellen Herstellung. Weiß ja nicht, wo ihr hin wollt. Hat das Glas mit der industriellen Herstellung. Von was denn? Von etwas. Lass doch mal Glas. Nur mal von Glas. Also sind wir bei der Herstellung von etwas? Ja. Da sind wir nicht. Bei der Herstellung? Bei der Reinigung. Bei der Reinigung? Von etwas. Sind wir bei der Reinigung? Ja, das kann sein. Das kann nicht sein. Nein, bei der Entsorgung. Sein. Bei der Entsorgung. Bei der Entsorgung? Ja. Sind wir bei der Entsorgung? Nein. Sind wir im Tierreich, Herr Baller? Sind wir im Tierreich? Tierreich habe ich schon längst abgeschmissen. Sind wir denn im Handel? Handel und Wandel? Handel und Wandel. Handel. Von was denn? Wer handelt denn mit wem und wandelt? Glas, warum? Natürlich. Glas. Sind wir beim Sport? Nur weil es Halsbläser heißt, muss es ja nicht Glas sein. Nein, kann ja irgendwas anderes sein. Aber Sie fragten mich ja und da habe ich jetzt am Rot das ist richtig. Glas gesagt. Sport ist gut. Für eine andere Frage jetzt aber. So Leute, kann jetzt bitte mal die Stimmung etwas weniger aggressiv werden hier, Herr Bayer? Dass man wieder ein bisschen runterkommt. Lass uns mal von vorne anfangen. Sind vielleicht Vögel? Nee. Tierreich nicht. Sind wir in der Schneiderei bei Klamotten? Halsbläser, ist das ein... Hat er auch schon gesagt, Krause so. Nee, ich bin Blas, in der Blas. Vulkanologie. So, jetzt wird's interessant. Vielleicht bezeichnet der Vulkanologe den Schlot, aus dem die sich bereits verflüssigte, aber doch wieder erhärten wollende Magma nach oben strömt, den Hals. Ein Halsbläser ist jetzt ein Vulkan, der nicht oben heraus macht, sondern an der Seite heraus. Warum denn? Weil er Spaß hat. Ich kann das auch vormachen. Das hier wäre jetzt zum Beispiel ein... Das ist ein Kopfbläser. Ich mag den Weg. Was ist denn mit Blasen? Ich laufe mir ja manchmal Blasen an den Füßen. Wenn ich jetzt mal nicht zu Fuß unterwegs bin, sondern seitwärts robbe, ja, mit dem Hals, dann kriege ich Halsblasen. Für den Außenstehenden doch klarer Fall von Halsblaserei. Also wäre ich dann ein Halsblaser. Bläser. Nein. Ich glaube, ich werde euch... Wir sind ganz weit weg. ...befreien. Also, es ist was völlig anderes. Es geht um Mehrweggasflaschen. Diese Riesendinger kennen wir doch alle, diese Propan-Geschichten. Heller hat Spaß. So. Nicht wirklich. Nur, dass ich ja schon mal Flaschen gesagt hatte. Sie hätten ja sagen können, bleiben Sie doch mal bei Flaschen. Ja, ja. Sie Flasche. Hat er aber nicht. Also, Propangas, diese Riesendinger. Und oben mit diesem kleinen Halsstück befindet sich das Ventil, über das die Flasche befüllt wird. Zum Beispiel Sauerstoff, Stickstoff, kennen wir alles. Und wenn da in diesem Halsbereich eine Undichte auftritt, zum Beispiel, wenn das nicht nach oben geht, sondern an der Seite raus. Allerdings nicht beim Vulkan, sondern bei der Gasflasche. Ich würde es zum Präsentieren in Ihre Richtung durchaus mit Wasser noch einmal versuchen. Ist mir klar. Dann spricht der Fachmann vom Halsbläser. Also Vulkan war ja, ich meine, die Idee war ja nicht schlecht, aber Vulkan... Ja, aber dann sagen Sie doch Flasche heller, Vulkan ich, jetzt den Rest mal... Also sind wir beim Propangas! Propangas! Also Ihre Flasche und sein Vulkan ergibt Propangas. Ja. Ist ja, mir völlig klar. Ja. Robert Winterstall aus München, 500 Euro. Hat mich sehr gefreut. Ganz gemein! Ja, es war ja eine rauschende Ballnacht und ich überlege, ob ich nicht jetzt mal ganz schnell nach Hamburg fahre und ein paar Busfahrer sammeln. Wir können das ja alle machen und wenn wir uns nächstes Mal wieder treffen, dann tauschen wir. Nur wenn wir dieses Herz haben. Ja. Also Sie dürfen tauschen, aber mindestens
zwei brauchen dieses Herz, weil mit sich selber tauschen ist doof. Man kriegt das Herz ja auch, wenn man sich das bestellt. Da steht doch drauf, ein Herz für Busfahrer. Das kann man nur nicht lesen, ist ganz klein. Ich finde es eine großartige Idee. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war genial. Daneben, schönes Wochenende. Tschüss.